ja klar. Wir müssen erstmal wieder rauskommen. Ja. Also wir haben, starten jetzt für 3 Wochen, bis Ostersamstag geht die Aktion. Wir haben da ungefähr 40 City-Art-Künstlerinnen und Künstler, jeweils ein und manche mehrere Bilder gespendet. Und die werden auch zu einem günstigeren Preis angeboten. Aber es gehen halt alle Einnahmen dafür zu 100% gehen an eine Ukraine-Hilfestellung oder Leistung. Und zwar spenden wir dann eben an Solingen Hilf. Noch einem anderen Verein. Liebe Tim, herzlichen Dank für diese wunderbare Aktion, die ihr heute hier startet. Herzlichen Dank auch der Musik, allen Künstlerinnen und Künstlern, die sich beteiligen. Der Uli und ich und ein paar andere waren ja an der ukrainisch-polnischen Grenze. Naja, wir haben natürlich eine humanitäre Katastrophe von einem unvorstellbaren Ausmaß gesehen. Wenn man direkt am Grenzübergang ist und sieht, die vielen Frauen mit den Kinderwagen, links und rechts ein Kind, die teilweise tagelang an der Grenze gewartet haben, die sehr unterkühlt sind, weil ja kalte Temperaturen nachts sind. Wenn man sieht, auch die vielen Busse, die darüber kommen mit Menschen, die kleinen Autos, die alle vollgeladen sind, dann sieht man, was humanitäre Katastrophe jetzt mitten in Europa bedeutet. Aber es kommen ja nicht nur Menschen selbst über die Grenze. In der Ukraine werden gerade viele soziale Einrichtungen gebombt. Krankenhäuser, Kinderkliniken, Waisenhäuser, Altenheime, Behinderteneinrichtungen. Und diese Menschen brauchen von uns eine besondere Unterstützung. Wir müssen sicherstellen, dass insbesondere diese Menschen, die selbst kaum eine Stimme haben, unsere Unterstützung erhalten. Ich fange mal andersrum an. Was es fehlt, ist Ihnen nicht mehr. Es fehlt Ihnen nicht an Zuneigung. Wir haben an der Grenze unendlich viele Menschen getroffen, die helfen, die... Ich denke da an eine junge Dame, die aus dem Kölner Düsseldorfer Raum, Ekaterina, die ihre Doktorarbeit ruhen lässt und jetzt da in dieser riesen Turnhalle mit 400-500 Betten hilft, die ganze Zeit dabei ist, die dem Josef auch jetzt gerade wieder noch eine Liste geschickt hat von ukrainischen Behinderten, die natürlich genauso wie andere Flüchtlinge, wie gesunde Flüchtlinge, sag ich mal, Hilfe brauchen, hier zu uns kommen müssen. Und also das hat mir schon imponiert und das hat mich sehr beeindruckt, als wir da waren. Die andere Seite ist, ich habe ja schon einige Flüchtlingssituationen miterlebt und war mehrfach in Afghanistan und Ähnliches. Aber es ist schon, wenn da so eine Mutter über die Grenze kommt mit so einem tief durchfrorenen 4-jährigen Kind, das zittert, das kraftlos ist, also das zerreißt einem schon das Herz bei -6 bis 7 Grad. Aber ändert nichts an der Tatsache, ich kann betroffen sein, wie ich will. Hilft nur nicht, wenn man der Betroffenheit nicht folgen lässt, eine professionelle Hilfe, eine zielgerichtete Hilfe. Und dafür steht ja zum Beispiel Solingen hilft, ganz eindeutig. Ich habe hier mal so eine 3-seitige Liste ausgedruckt vom Dr. Christoph Zentes, unserem Vorsitzenden. Der kriegt diese Sachen zugeschickt. Das sind wie Wunschzettel, wie Weihnachtswunschzettel für die Menschen. Und die sagen uns, was sie brauchen. Und die Profis hier sagen, das sind Dinge bei, die sind ungewöhnlich für friedliche Länder. Das ist richtige Kriegschirurgie, die da Anwendung findet. Und wir schicken jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern ist der 6. Transport angekommen. In den Anfängen bis Kiew, da gibt es Kontakte hin.
Das waren große Transporte und mittlerweile sind sie aus Sicherheitsgründen kleiner geworden. Die werden an der Grenze umgeladen von Sattelschleppern auf kleine 7,5 Tonner oder noch kleiner und werden weitergebracht in Krankenhäuser. Und wir kriegen jedes Mal ein Feedback und die Dinger kommen zurück. Ich kann das da so, ne? Ja. Unverwechselbar.